Vor knapp 700.000 Stunden begann im Hause Wagner das große Rennen um den Durst. Begleiten Sie uns zurück zur Gründung der Firma Rudolf Wagner in Gmunden. Wir befinden uns im Jahre 1924, wo in Chamonix erstmals Olympische Winterspiele ausgetragen wurden und in Österreich die alte Krone vom österreichischen Schilling abgelöst wurde. In diesem Jahr begann der Gastronom Josef Wagner gegenüber dem ehemaligen Gasthaus Gambrinos mit der Abfüllung der 1 und 2 Liter Glasifonflaschen und dem Verkauf dieser. Jetzt trinkt man noch eine Flasche Wein, hol oder Nur wenige Jahre später entwickelte man sich zum Limonadenerzeuger und begann mit der Abfüllung des exotisch klingenden milchsäurehältigen Chabeso und den beliebten Wagner Limonaden. Wir schreiben das Jahr 1937. Louis Trenkers Film Der Berg ruft wird erstmals ausgestrahlt. In diesem Jahr steigt Herr Rudolf Wagner Senior in die elterliche Limonadenerzeugung ein und übersiedelt den Betrieb in die Schlagenstraße, den Blassauer Hof. Das Weinderl wunderbar, es schmeckt gewiss an jeden gut, darum singen wir im Chor, wenn keiner mehr am Tisch dort steht. In diesem Jahr gelingt es ihm auch, die weltweit führende Marke Coca-Cola an den Traunsee zu holen. Na was singen wir denn? Jetzt trinkt man noch eine Flasche Wein. Der Fuhrpark und der Mitarbeiterstand wurde erweitert und den neuen Anforderungen angepasst. Das letzte sein, hol oder roh. Und ist der Qua, gibt's kein Genien, hol oder roh. So damals. Tja, und hin und wieder ist auch damals schon das eine oder andere kleine Missgeschick passiert. Legendär sind die Lautsprecherwagen der Firma Wagner, welche bei Werbeveranstaltungen und Verkostungen eingesetzt wurden. Hallo. 1954 begann die unvergessliche Karriere des Elvis Presley in Memphis. Mit ihm kam auch das Farbfernsehen in die amerikanischen Haushalte. Und was tut sich in Gmunden? In diesem Jahr wurde der erste Franchise-Vertrag mit Coca-Cola Atlanta für eine Abfüllberechtigung und den Vertrieb von Coca-Cola abgeschlossen. Es war aber auch das Geburtsjahr der Fruchtlimonade Libella, welche im Hause Wagner abgefüllt und vertrieben wurde und seit 2002 ein Revival erlebt. Auf Werbung wurde immer großer Wert gelegt und bei Veranstaltungen war die Firma Wagner immer gerne präsent. Hey Jude. 1960 trat erstmals die Boygroup The Beatles außerhalb Britanniens in einem Hamburger Nachtclub auf. Damit begannen die legendären 60s und die Pille war erstmals auf dem freien Markt erhältlich. Und bei der Familie Wagner wurde mit dem Bau des neuen Betriebsstandortes in der Scharnsteiner Straße begonnen. Neue, modernste Füllanlagen für Coca-Cola wurden ebenfalls in Betrieb genommen. Eine regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter für innovative Marktansprüche war und ist der Geschäftsleitung immer wichtig.
Wir reisen weiter in das Jahr 1972. Die Kultserie Star Trek mit dem Raumschiff Enterprise wird erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Die Firma Rudolf Wagner beamt nicht, nein. Sie baut in einer weiteren Etappe den Betrieb in Gmunden um die Kfz-Werkstätte aus und expandiert. In Gröbning entsteht eine Niederlassung für die Belieferung der Obersteiermark. All das sind immer wieder Anlässe, auch zu feiern. Und zu feiern, das verstanden sie schon immer. Hier ein Sketch anlässlich einer Weihnachtsfeier. ...1978 wurde das erste Retortenbaby gesund zur Welt gebracht und der Atlantik wurde erstmals mit einem Heißluftballon überquert. Und in Gmunden war es mit einer weiteren Bauetappe Zeit, ein Zeichen für Aufbau und Zukunft zu setzen. Das Bürogebäude erhielt einen ersten Stock und Herr Rudolf Wagner wurde Geschäftsführer in der neu gegründeten Kommanditgesellschaft. Die Kapazitäten der Abfüllanlagen wurden stetig erweitert und auf modernsten hygienischen Stand gehalten. Wir schreiben das Jahr 1984, geprägt durch die einstimmige Wiederwahl Ronald Reagans zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Der Mitarbeiterstand der Rudolf Wagner KG wuchs kontinuierlich und Herr Erich Wagner wurde in die Geschäftsleitung berufen. In dieser Zeit wurde auch die 1.000.000. Kiste Coca-Cola vom Hof des Firmengeländes ausgeliefert. 1990 wurde Deutschland Fußballweltmeister. Michail Gorbatschow erhielt den Friedensnobelpreis. Und was tut sich in Gmunden? Es wird ein wichtiges Jahr. Durch die weltweite Reorganisation der Konzessionärstruktur durch die Coca-Cola Company wurde der Franchise-Vertrag abgegeben. Die Firma Wagner wandelt sich erfolgreich vom Abfüller zum Getränkefachgroßhändler mit neuem Firmenlogo und einer neuen Marktstrategie zu einem Vollsortimenter. Neben den bestehenden Produktgruppen, Limonaden, Fruchtsäfte und Wässer, erweitert man um Biere, Weine und Kaffee und erstmals werden Heißgetränkeautomaten in Betrieben aufgestellt. Der Fuhrpark wird erneuert und mit den neuen Firmenlogos ausgestattet und die Werkstätte modernisiert. Die erste Maschine für die Kunststoffabteilung wurde angeschafft. Erster Kunde war Coca-Cola mit den Behälterverschlüssen. ...1992. Microsoft stellt Windows 3.1 als neues Betriebssystem vor und Thomas Klestil wird Bundespräsident von Österreich. Das Firmengelände der Firma Wagner in Gmunden wird um die B- und Entladehalle erweitert und eine mit international sortierten Weinen bestückte Winothek wird eröffnet. Auch in Gröbming hält der Aufschwung an und ein neues Firmengebäude wird errichtet. Eine flächendeckende Belieferung des oberen Enztales ist somit gewährleistet. 21. Jahrhundert, in das Jahr 2002. Der Schilling wird vom Euro abgelöst. In Lackirchen eröffnet das neu errichtete Produktionsgebäude der Wagner Kunststofftechnik GmbH. Dieser Betrieb ist mit seinen Spritzgussmaschinen und mit eigenem Werkzeugbau einer der modernsten Kunststoffbetriebe im Spritzgussverfahren. 2004. In diesem Jahr feiert mit uns das 80-Jahr-Jubiläum, das österreichische Radio oder auch die BMW Motorräder. Wir sind also in vornehmer Gesellschaft. Heute steht die Firma Rudolf Wagner KG für W wie Weine, A wie Automaten, G wie Gastronomie, N wie Neuigkeiten, E wie erfolgreicher Vollsortimenter und R wie regionaler Familienbetrieb. Die Kommanditgesellschaft besteht aus 4 Profitzentren, welche sich nun bei Ihnen kurz vorstellen möchten.
Im Bereich Wein bieten wir das komplette Sortiment an Weinen, Schaumweinen und Bränden. Alimentari und Zubehör für den Weingenuss runden das Angebot ab. Über 1200 verschiedene Weine sind laufend auf Lager. Schwerpunkt ist auf die Länder Österreich, Italien und Spanien gelegt. Mit Weinen aus Übersee und der neuen Welt bieten wir ein globales Angebot. Als Service bietet die Abteilung Wein, Fachberatung durch Sommeliers, Degustationsworkshops und Seminare für Gastronomen und alle Weinliebhaber. Der Betriebsmarkt. Unser Angebot erstreckt sich im wahrsten Sinn von A bis Z. Von A wie Automaten bis Z wie Zahlungssysteme. Das heißt vom klassischen Kaltgetränkeautomaten über den Heißgetränke zum Snackautomaten bis zum Wasserkühler hin zu bargeldlosen Zahlungs- und Kantinenabrechnungssystemen. Wir bieten unseren Kunden die Wahl zwischen Voll-Operating, Vermietung, aber auch den Kauf von Geräten und Füllprodukten in hochwertigster Qualität. Durch unsere langjährigen Partner aus der Industrie garantieren wir Ihnen Top-Produkte zu einem fairen Preis. In all den Jahren haben wir uns auf die Ausarbeitung und Umsetzung von lösungsorientierten Gesamtkonzepten für eine moderne Betriebsverpflegung spezialisiert. Ein wichtiges und starkes Standbein ist der Bereich Gastronomie, wo wir durch unser Alles aus einer Hand Vollsortiment einen wesentlichen Vorteil den Gastronomen anbieten. Durch unsere Flexibilität können wir schnell und prompt auf Trends reagieren. Wir beraten gerne im Bereich der richtigen Produktauswahl, der optimalen Zapf- und Kühltechnik und erarbeiten mit unseren Gastronomen Wertschöpfungserträge. Eigene Servicetechniker gewährleisten ein sorgenfreies Zapfen. Unsere Kundenberater haben sich durch langjährige Zusammenarbeit und Kompetenz das Vertrauen unserer Kunden erworben. Dies stellt die beste Basis für eine sichere Partnerschaft dar. Die Wagner Kunststofftechnik begleitet Sie von der Idee über die Planung, den Formenbau zur Produktion des gewünschten Kunststoffteiles. Plopp, der synthetische Kork für Weinflaschen, ist ein absolutes Zukunftsprodukt, das durch ständige Forschung und Tests laufend weiterentwickelt und den Erfordernissen angepasst wird. Generell konzentrieren wir uns auf die Herstellung von Verschlüssen und technischen Artikeln für die Industrie, zum Beispiel im Sportartikel- und Möbelbereich. Worldwide Wagner. Das ist Illusion, aber unter www.wagnerweb.at finden Sie die aktuellsten Trends, Fachthemen, Weine und eine gesamte Produktübersicht. Wagner, Ihr kompetenter Partner auch für die nächsten 80 Jahre.